Grüß Gott, schönen Nachmittag oder Mahlzeit, wenn Sie schon essen waren oder noch erst das Mittagessen noch vor sich haben. Ich bin Christian Anderl, einer aus diesem Canon Ambassador Programm, der heute mit Ihnen einen Workshop machen darf für 15 Minuten und das ist eine echte Herausforderung. 15 Minuten Workshop, Sie wissen, Workshop heißt nicht, ich bin Vortragender und rede, sondern wir machen das gemeinsam. Das heißt, wenn Sie interessiert sind an einfachen Studio-Licht-Setups mit einem EX600, also mit einem ganz normalen Aufsteckblitz, den Sie möglicherweise ja auch besitzen und wie Sie mit diesem Aufsteckblitz mit sehr einfachen Mitteln in sehr kurzer Zeit sehr interessante Porträts fotografieren können, dann würde ich Sie einladen, dass Sie ein Stück näher zur Bühne kommen. Ich habe Ihnen einige meiner Fotos aus den letzten Monaten mitgebracht, die Sie hier auf dem Bildschirm sehen, die allesamt mit kleinen Blitzen fotografiert sind. Kein großes Studio, die waren meistens nicht mal im Studio, sondern nur ein kleiner Blitz, manchmal zwei oder drei Blitze. Und sehr einfaches Setup, sehr schnelle Shootings, für die wir nicht viel Zeit hatten und das sind hier die Ergebnisse. Ich mache auch Workshops im echten Leben und bei diesen Workshops fällt mir immer wieder auf, dass man sich vor diesen Dingern ganz schnell fürchtet, weil da so ein großer Display drauf ist und da steht so viel Zeug und das ist so verwirrend und man kann schnell mal glauben, die können ja noch mehr als die Kamera selber und das ist dann doch ein bisschen anstrengend. Da setze ich mich mal lieber nicht damit auseinander und lasse das mal lieber bleiben. Was schade ist, was ich sehr schade finde, weil genau diese kleinen Lichtquellen wirklich extrem viel für einen tun können in der Fotografie. Lust auf ein Porträt, interessantes Gesicht mit interessantem Schnauzer, dann würde ich Sie auf die Bühne bitten. Das wäre wirklich schön. Komm schon. Das wäre wirklich ein schönes Porträt. Das ist ein interessantes Gesicht. Die Kamera ruhig hier ablegen. Ja, Leute passen hier gut drauf auf. Da wird nichts wegkommen. Da gibt es dermaßen viel Zeug, auf die müssen wir nicht aufpassen. Hallo, ich bin der Christian. Wer bist du? Michael. Hallo Michael. Applaus für Michael bitte. Allein schon für den Mut, auf diese Bühne zu steigen. Sehr interessantes Gesicht, sehr interessanter Schnauzer. Wir könnten den Mann einfach so porträtieren und wir probieren mal aus, was mit der 5D Mark III mit einem 8512 drauf und einem EX600 Systemblitz passiert, wenn wir einfach so, sagen wir mal AV-Modus, auf das Gesicht halten und einfach so abdrücken. So. Und dieses Bild dann mal an den großen Bildschirm senden und übertragen, dann sehen wir auf diesem Foto, das bist nicht du, nein, das ist ein anderes Thema, aber das kommt gleich. Dann sehen wir mal, grundsätzlich ist das korrekt belichtet. Da ist auch grundsätzlich die richtige Lichtmenge auf dem Gesicht gelandet und wir sehen das ganze Gesicht, Punkt, aus, Ende. Aber das ist jetzt nichts, hat nichts mit Fotografie zu tun, so wissen Sie selber, das kann dann mal jeder. Und wir sind keine Raketenwissenschaftler, wir sind keine Atomphysiker, wir müssen nicht studieren in der Fotografie. Ganz ehrlich, wir sind nicht einmal besonders genial, was Technik betrifft. Das ist nur eine Kamera, also ein Loch, durch das Licht trifft, das mit einem Sensor festgehalten wird und obendrauf noch ein bisschen Licht. Worum es dann wirklich geht und was wirklich interessant wird und wichtig ist in der Fotografie, ist, dass wir wissen, was wir mit diesem Bild machen wollen und was wir mit den Werkzeugen, die wir zur Verfügung haben, eigentlich alles anstellen können. Deswegen brauche ich jetzt noch ein zweites Paar Hände. Hast du Lust? Es tut nicht weh, ich schwöre es. Es hat noch niemand geblutet, der da runtergegangen ist in den letzten zwei Tagen. Hi, Henning. Hi, Henning? Ja. Christian, hallo. So, du bist jetzt mein Lichtstativ, okay? Du bleibst mal kurz hier stehen. Was wir jetzt mal tun, ist das Erste, was ich in jedem Blitzworkshop empfehle, wir benutzen den Blitz nicht auf der Kamera. Ich weiß, da kann man jetzt irgendwie sagen, ja, man kann das schon noch ein bisschen verbessern, wenn wir zum Beispiel eine weiße Decke hätten, die wir nicht haben, oder eine weiße Wand, die wir auch nicht haben, könnten wir ja indirekt blitzen und dann wird es geringfügig besser. Richtig gut wird es nur, wenn wir den Blitz von der Kamera runternehmen und woanders hinbringen, als die Kamera ist. Darf ich dir den mal kurz geben? So. Was wir dann noch brauchen, ist ein Lichtformer. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die billigste Version wäre, Sie bauen einfach einen selber und benutzen irgendwelches Material, das Licht reflektieren kann. Wir nehmen hier mal ein fertiges, nicht sehr teures Teil, einen 3-in-1 Blitzschirm, den Sie hier auf der Fotokina an jeder zweiten Ecke wahrscheinlich kriegen. 3-in-1 deswegen, weil wir drei Möglichkeiten haben, mit diesem Schirm Licht zu gestalten. Die eine Möglichkeit, die wir jetzt mal kurz benutzen werden, ist, direkt durch diesen Schirm durch zu blitzen. Was tut das genau? Ganz einfach erklärt, es macht aus einer kleinen Lichtquelle, die dieser Blitz ist, eine große Lichtquelle. Warum wollen wir das? Weil eine kleine Lichtquelle sehr hartes Licht macht und sehr harte Schatten wirft und eine große Lichtquelle sehr weiches Licht macht und sehr weiche Schatten wirft. Und wenn wir jetzt ein Porträt fotografieren wollen mit weichen Schatten, nehmen wir eine größere Lichtquelle. Das können wir zum Beispiel mit diesem Schirm machen. Warum 3-in-1? Ich erkläre das noch kurz fertig.
damit Sie, wenn Sie so einen Schirm heute kaufen, der nicht viel Geld kostet, wenn Sie irgendwo einen mit nach Hause nehmen wollen, auch wissen, was Sie damit anstellen können. Das ist die eine Möglichkeit, direkt durchzublitzen. Das ist dann im Endeffekt circa so wie eine Softbox, verhält sich sehr ähnlich wie eine Softbox. Und Sie haben noch zwei andere Möglichkeiten. Sie können diesen Reflektor, der dazu mitkommt, einfach drüber spannen. Der kommt dann hier drüber, eine Silberfläche dahinter. Das heißt, Sie blitzen in den Schirm rein und reflektieren dieses Licht dann zurück aufs Gesicht und kriegen etwas härteres Licht. Und wenn Sie es noch härter möchten, nehmen Sie diesen Schirm ab, den Diffuser, und nehmen nur noch diese Silberfläche innen. Dann wird das Licht noch härter, noch kontrastreicher und die Farben werden dadurch auch intensiver im Foto. Also drei Möglichkeiten mit einem sehr günstigen Lichtformer. Ich gebe dir den jetzt mal so in die Hand. Vielleicht schalte ich ihn auch noch ein. Das hat sich in der Vergangenheit ganz gut bewährt. So, darf ich dir den mal so geben? Vielleicht da am besten nehmen, da kann nichts passieren. So. Was wir jetzt natürlich noch brauchen, ist eine Auslösemöglichkeit, weil sonst kann dieser Blitz ja nicht auslösen und nicht leuchten. Und da gibt es jetzt seit dem EX600 ein sehr schönes System von Canon, das ich Ihnen heute hier vorstelle, nämlich den STE3. Da müssen wir vielleicht noch auf einen Knopf drücken. Da gibt es einen kleinen Knopf drauf mit einem Blitzsymbol. So, den drücken wir zweimal und wir haben auf beiden Geräten ein kleines grünes Licht, das nichts anderes sagt, als wir beide reden jetzt miteinander, wir verstehen uns ganz gut und wir wissen, was wir tun. Nimmt wahnsinnig viel Arbeit und Stress ab, spart Zeit und macht mein Leben leichter. Und das ist der einzige Grund, warum ich so ein System gern haben möchte, weil es mein Leben in der Arbeit enorm erleichtert. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt hier, normalerweise benutze ich Blitz nur mit manueller Einstellung. Das heißt, ich mache manuelle Einstellungen in der Kamera oder auch AV- oder TV-Modus, aber den Blitz dazu stelle ich normalerweise manuell ein. Das heißt, ich bestimme volle Leistung, halbe Leistung, Viertelleistung und so weiter und bestimme die Leistung manuell. Das hier ist das erste System, das ich wirklich im TTL-Modus benutze, weil es sehr zuverlässig funktioniert und, wie gesagt, mein Leben enorm erleichtert. Wenn wir jetzt genau dasselbe Porträt nochmal machen, diesen Schirm da in die Richtung Gesicht lenken, so, ein bisschen höher vielleicht noch und ein bisschen nach unten kippen, so ist schön, und möglichst nah noch ranbringen. Wie gesagt, große Lichtquelle ist weiches Licht, das heißt, auch mit der Distanz kann man in Relation zum Gesicht die Größe dieser Lichtquelle verändern. Wenn ich es weit weg bringe, wird es in Relation eine kleinere Lichtquelle, wenn ich es näher bringe, wird es immer größer. Das heißt, ich versuche meine Lichtformer immer so nahe wie möglich ans Gesicht ranzubringen, um wirklich weiches Licht rauszukriegen. Und wir versuchen einfach genau dasselbe nochmal. Ja, schau vielleicht mal in die Richtung, eine Hand, die linke Hand ein bisschen runter. Ja, so, ist gut, ja, ja. So, okay. Oh. Ja. Ja, besser, besser. So, alles klar. Okay, ich schicke auch das mal an den Bildschirm, damit wir einen direkten Vergleich bekommen. Das zur Erinnerung war das erste Foto. Das haben wir ganz einfach nur gemacht mit Blitz gerade aufs Gesicht. Und das hier ist nur diese eine einzige Veränderung. Ich habe nur den Blitz runtergenommen und durch diesen Schirm aufs Gesicht gelegt. Was mich jetzt noch stört an diesem Foto, ist der Hintergrund. Oder mag den irgendwer? Nicht so wirklich sexy, oder? Wenn da im Hintergrund Sachen auftauchen, die wir nicht sehen wollen. Auch das können wir jetzt noch in den Griff kriegen und wir können hier ein Studiofoto machen, ohne einen Studio-Hintergrund und ohne ein Studio wirklich zu haben. Wir hätten hier sogar dunkelgrauen Hintergrund, das wäre jetzt noch leichter. Aber was ich Ihnen zeigen möchte, ist, wie Sie rausgehen können und wo auch immer Sie unterwegs sind, einfach so ein Studiofoto machen können mit diesem Equipment und sonst gar nichts. Ein Blitz, eine Kamera und irgendein Funksystem, mit dem die beiden miteinander kommunizieren können. Was ich jetzt mache, ist ganz einfach nur die Kamera in den manuellen Modus bringen, damit ich über die Belichtung volle Kontrolle habe. Und wie kriege ich einen schwarzen Hintergrund am besten in dieses Foto? Indem ich das Bild so weit runter belichte, bis nichts mehr auf dem Foto zu sehen ist. Also erster Schritt, manuelle Einstellung, vielleicht magst du den Blitz mal weghalten in eine andere Richtung. So. Und jetzt mache ich einfach ein Foto. Sagen wir mal, ich mache die Blende so weit zu wie möglich. Das wäre in dem Fall Blende 16. Mach mal ein Foto und in der schönsten aller Welten, jetzt schicke ich das wieder an den Bildschirm, sehen Sie, dass auf diesem Foto hoffentlich so gut wie nichts mehr zu sehen ist. Bei anderen Objektiven, die geht jetzt nur auf Blende 16 zu, ich könnte noch weiter zumachen mit einem anderen Objektiv, vielleicht Blende 22, dann ist restlos schwarz auf diesem Bild. Wenn es dann mal ankommt, dann schauen wir uns das auf dem Schirm an. Es überträgt noch. So. Sie wissen ja, wie WLAN so funktioniert, Wi-Fi hat ein Eigenleben. Hat es irgendwer verstanden? Weiß irgendwer, wann WLAN funktioniert und wann nicht?
dann möchte ich bitte, dass er uns das erklärt, weil seit Jahren habe ich nicht herausgefunden, wie WLAN entscheidet, ob es mit einem reden will oder nicht. Aber dieses Bild wird auch noch auf dem Bildschirm ankommen. Ich schicke es jetzt nochmal an den Bildschirm, jetzt ist es unterwegs. Okay, Sie sehen schon, ein fast schwarzes Bild, da ist noch ein bisschen Rest zu sehen im Hintergrund. Wie gesagt, mit einem anderen Objektiv, Blende 22, wäre ich dann komplett schwarz. Jetzt bringen wir einfach wieder das Licht ins Spiel. So, und halten das möglichst nah, genau, von oben auf das Gesicht. Ah, ein bisschen noch zurück, sonst muss ich es aufs Foto nehmen. Sehr schön. So, jetzt schaut der Mann wieder ein bisschen böse. Ja, sehr gut. Schnauze und böse schauen ist eine gute Kombi. Sehr gut. Ah, vielleicht das Auge nicht zu. Dann, wenn ihr das jetzt nur erwischt, dann passt es. Sehr gut. Sehr schön. Okay, jetzt schicken wir auch dieses Foto wieder an den Bildschirm. Magst du vielleicht mal mit dem Schirm auf diese Seite kommen? Du schaust wieder darüber. Ja, lass mal, das war ganz gut. Das war die richtige Denkerpose, oder? Das war sehr natürlich. Mach mal nochmal den Finger. Ja, ja, ja. Und darüber schauen. Sehr gut. Sehr gut. Und wir machen dasselbe einfach nochmal von der Seite und schicken auch das an den Bildschirm. Sie werden mir höchstwahrscheinlich recht geben, dass das Foto, das jetzt gleich ankommt, durchaus zumindest den Verdacht erregt, dass wir in einem Studio waren und mit einem schwarzen Hintergrund gearbeitet haben. Da ist aber noch immer genau das ganze Licht, es hat niemand irgendwas abgedreht, es liegt jetzt nur, wie gesagt, an der Blende 16. Ich habe das Bild selbst, also den Hintergrund, so weit unterbelichtet, bis der wirklich schwarz war. Man kann sich, am besten funktioniert es, wenn man sich vorstellt, wie zwei Photoshop-Ebenen. Die eine Ebene, die Hintergrundebene, mache ich mit der Kamera. Das heißt, da bestimme ich, wie hell oder dunkel der Hintergrund tatsächlich ist. Und wenn ich das so eingestellt habe, wie ich es will, in dem Fall schwarz, dann nehme ich die zweite Ebene dazu, bringe das Licht ins Spiel und schmeiße einfach ausreichend Lichtmenge auf dieses Gesicht, um genau so ein Ergebnis zu kriegen. Jetzt könnte man eventuell noch ein bisschen unzufrieden mit diesem Ergebnis sein und sagen, das mag ich zwar, dass die eine Gesichtshälfte komplett im Schwarz versinkt, aber man könnte dem auch entgegenwirken und das wieder ein bisschen zurückholen, ebenfalls mit einem sehr einfachen Trick und mit einem sehr günstigen Equipment-Teil, das Sie auch mit Sicherheit hier irgendwo finden. Ich glaube nicht, dass wir hier irgendwas in die Hand nehmen, was Sie hier nicht finden können. Ein sehr kleiner Faltreflektor, den Sie in die Tasche packen können. Sie können sowas auch selber bauen. Ich empfehle zum Beispiel immer ganz gern, wenn man gar kein Geld ausgeben will oder nur ein paar Euro oder Cent, eine Styroporplatte. Die kann man mitnehmen, funktioniert wie ein Reflektor, wie eine weiße Seite von einem Reflektor, macht einen guten Job, kostet so gut wie kein Geld. Wenn du wieder das Licht von dieser Seite da drauf wirfst, das war sehr gut, das war sehr gut, ja, mit beiden Händen, so, ja, na, so, ja, sehr gut, und da runter schauen, super, so, von einer Seite wieder der Schirm, der das Licht macht, und von der zweiten Seite halte ich einfach nur den Reflektor hin, um von diesem Licht zumindest einen Teil zurück wieder auf den Hinterkopf zu bringen, so, einmal noch ein bisschen näher bitte. So, ja, und da sehen wir gleich, ich schicke das wieder an den Bildschirm. Im direkten Vergleich auf diesem Foto, schwarze rechte Seite auf dem Gesicht, das säuft ab komplett im Schwarz. Und nur mit diesem Reflektor bringe ich genau die Lichtmenge wieder von der anderen Seite zurück, um diese Gesichtshälfte wieder sichtbar zu machen. Also ich habe im Prinzip, kann man sagen, aus einer Lichtquelle mit einem sehr einfachen Tool eine zweite Lichtquelle gemacht. Und das waren das überhaupt schon 15 Minuten? 15 Minuten mit nichts weiter als einer Kamera, einem Funkauslöser, der mit diesem Blitz spricht, einem Lichtformer und einem Reflektormaterial, das Sie sich irgendwo beschaffen können, für billig oder auch für teuer. Sie wissen, da gibt es nach oben hin kaum Grenzen. Und 15 Minuten Zeit und Sie können Studioporträts schießen, wo auch immer Sie sind, brauchen dazu kein Studio und nicht viel Geld. Wenn Ihnen das gefallen hat, bleiben Sie am besten da. Sie kriegen hier heute auch noch Tipps, wie man mit weiteren sehr günstigen Zusatzequipment, das man selber bauen kann und zum Beispiel bei schwedischen Einrichtungshäusern kaufen kann, noch sehr interessante Lichtsituationen zaubern kann. Viel Spaß auf der Photokina und hoffentlich viel Spaß mit Experimentieren mit Ihrem eigenen Licht. Schönen Tag noch. Danke. Danke.